Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute wieder im normalen Modus und wir haben ja noch gar nicht angeguckt, was wir alles so gefunden haben in der letzten wunderschönen Folge. Wir haben außer natürlich akzeptable Übertreibung, 30% Schaden gegen Tiere. Boah, aber es ist halt nur Stufe 45. Ja. Haben wir noch was anderes gefunden gehabt, ne? Das war die Rüstung. Hatten wir uns die Rüstung schon ganz angeguckt? Weiß ich gar nicht. Meine Waffen sind alle so ziemlich am Arsch. Hat sich mein Handschuh selbst repariert? War der nicht kaputt? Alles hier ist kaputt. Da, die Impro-Pistole ist auch neu. Schaden gegen Roboter. Ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Den könnte ich quasi zu Stefan machen, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, den könnte ich zu Stefan machen. Der ist auf Stufe 50. Das werden wir nochmal gucken. Und eine 10mm Maschinenpistole, die ist egal. Naja. So, wir werden gleich mal wieder auf Schatzjagd gehen. Wo das sein wird, weiß ich nur nicht. Wir lassen uns einfach überraschen. Werden aber vorher einmal ganz kurz zu unserem Camp unsere Sachen auseinandernehmen. Und ja, dann können wir auch schon losziehen. Ich möchte die Power-Rüstung wieder loswerden. Ganz gerne. Und dann muss ich mir wirklich nochmal angucken. Ich verstehe halt nicht, warum es so schwer ist, diesen Rucksack zu bekommen. Das geht mir nicht in den Kopf. Müsste ich das nicht endlich schon längst kriegen können, haben wollen, sollen, tollen? Ja. Ich weiß gar nicht, was man alles dafür braucht. Oder ich weiß es nicht mehr. Mussten wir über die Kaulquappe hinaus? Ich weiß es gar nicht mehr. Schreibt es mir mal in die Kommentare, was ich für den Rucksack alles brauche. So, zweimal herreisen, um hier oben zu landen. Geil. So, damit können wir auch ein bisschen Kleber herstellen. Was? Ist ja alles kaputt. Wie soll ich denn Dünger herstellen, wenn alles kaputt ist? Warum? Wo ist mein Mais? Warum liegt der da? Das ist doch zum Heulen, Leute. Das ist doch zum Heulen. Ja, warum ist das alles kaputt? Oh, das war bestimmt Fenrir mit seiner Granate. Mit seiner Selbstmordgranate. Hat alles hier kaputt gemacht. Gut, das war's wohl mit Kleber. Ja. Alles klar. Leder. Kann ja nur besser werden. Kaliberverschluss, immerhin. Habe ich noch Kleidung? Ja, mehr als genug. Und wir wollten gucken, ob wir an unsere neue Kleidung Taschen dran bauen können. Ich meine, höchstwahrscheinlich nicht, wenn mein Skill-Level zu niedrig ist. Ja, wo näher. Lass den Scheiß! Mach ich überhaupt Schaden? Ich muss auf mein Dach. Ich muss mir irgendwas für meine Pflanzen überlegen, ganz ehrlich. So kann das nicht weiterlaufen. Jetzt mach doch nicht alles kaputt. Alles, was ich aufgebaut habe. Oder ich brauche Geschütze. Wir haben ja eh Level-Ups, ne? Vielleicht sollten wir damit was anfangen. Die laufen einfach weg. Wie können sie es wagen, währenddessen ich auf sie schieße, wegzulaufen? Ja, geil. Super, hast du gut gemacht. Ja, ist gut, Junge. Weg mit dir. Ah.
Zumindest Leber. Ah. Die haben ganz schön viel Kleber am Start. Also wenn ich Angler sehe, sollte ich sie definitiv töten. Ach Gott, ich... Warum? Die haben all meine Tatos jetzt zerstört, oder was? Nee. Was haben die denn hier zerstört? Hatte ich nicht mal mehr Bäume? Jetzt wissen wir, was es zerstört hat. Ja, ich brauche Geschütze, bessere Geschütze, aber... Wir haben noch so viel anderes Zeug vor. Hilfsmittel, so, gib mir einen Redway. Oder zwei. Ach, habe ich nicht mehr, weil ich 50 Mal getötet worden bin. Habe ich hier oben irgendwo eine Truhe? Nein. Bauen wir kurz mal eine Truhe hin. Ich will doch einfach nur gechillt meine Folge aufnehmen. Wieso versteht das denn keiner? Was haben wir denn überhaupt noch? Redway am Wohnende. Na, immerhin. Super Stimps. Will ich nicht verschwenden. Keine Ahnung warum. Vielleicht verkaufe ich die einfach nur. Redway. Dann ziehen wir uns gleich zwei rein. Und dann heilen wir uns mit dem Fleisch unserer Feinde. So. Pochierter Angler. Seht ihr, schon haben wir wieder volles Leben. Ein bisschen Wasser können wir uns auch noch reinziehen. So. Dann können wir auch schon los. Schon. Aber dadurch, dass wir jetzt natürlich den Kleber haben von denen, ist eigentlich gar nicht mal so schlimm, dass die dann meine Pflanzen und so zerstören. Weil im Endeffekt geben sie den Kleber, den ich hier produziere. Die ist schlau, die ist schlau. Ja. Waffen reparieren und dann können wir los. Modifizieren und reparieren. Stimmt, wir wollten noch ein bisschen Stahl kaufen, ne? Also, wir brauchen Pfeifen im Dunkeln. Wir müssen mehr reden. Wieso bin ich so verwirrt? Untersuchen, reparieren. Werkstatt. Nein, nicht bei der akzeptablen Übertreibung. Fast hätte ich einen fatalen Fehler gemacht. Ich habe nicht so viel Kleber. Ich habe nur 6. Und den muss ich auch nicht reparieren, den Ausputzer. Den hier muss ich reparieren. Pfeifen im Dunkeln muss ich reparieren. Oh Gott. Ja, wir machen erstmal den Stufenaufstieg. So. Und zwar natürlich wieder mal Nahkampf. Das will ich erstmal hier zu Ende bringen, bevor ich irgendwas Neues anfange. Gibt keine weiteren Level von Eisenfaust. Wie zum Beispiel Stahlfaust. Oh. Was gibt es denn noch unter der Kategorie Waffenlos? Ansonsten haben wir es tatsächlich. Jeder Stärkepunkt fügt 2 Schadensresistenz zu. Keine Powerrüstung. Das klingt auch schon nicht schlecht, aber ich will eher erstmal die offensiven Sachen. Was haben wir denn noch hier so Schönes? Deine Gewehre haben bei Verwendung für das Visiers mehr Reichweite und mehr Präzision. Ist auch nicht schlecht. Was machen wir? Was machen wir, Leute?
könnten wir rein theoretisch noch mehr rein investieren in den Panzerkiller. Das wäre was für PvP. Ich könnte mir die hier organisieren. Aber dann fehlen mir noch 2 Charisma-Punkte. Das heißt, ich müsste noch 2 Level machen. Vielleicht mehr so in diese Richtung. Ich glaube, wir müssen das hier machen, ne? Ja, wir brauchen die Hacking-Skills. Ja. Muss sein, shit. Leider, leider, leider. Hacking haben wir. Wir haben nur Hacking hier drin. Lol. So, Nahkampfkrieger. Da, das hier, die. Der ist Schusswaffen gehen 50% langsamer kaputt und du kannst Schusswaffen der Stufe 5 herstellen. Oh. Ja, eigentlich brauche ich den, ne? Gut. Jetzt kann ich Sachen reparieren. Ah, es ist heute auch mal wieder. Geht's nicht voran, Leute. Es geht nicht voran. Die Armbrust. Fünf Kleber. Willst du mich verarschen? Wo soll ich die denn hernehmen? Soll ich mir die aus dem Arsch ziehen oder was? 6 Kleber. Ich werde nicht mehr. Ja. Gut, wir haben in unserer Truhe eh keinen Platz, deswegen alles raus, was keine Miete zahlt. Wir haben jetzt nicht nach den Klamotten geguckt, es ist mir egal. Wir hocken jetzt hier seit 12 Minuten rum, ich will langsam los. Alter, 5 Kleber, 6 Kleber, Klaus Kleber, das ist doch nicht dein Ernst. Ich brauche so eine Mutterfarm. Eine Maisfarm. Und was war der andere Kram nochmal? Mutterbeere, Mais und Dato. So, Waffen. Du darfst haben die akzeptable Übertreibung. So, gebe ich auch einen Scheiß drauf. Ja, Schaden gegen Roboter ist kacke. Ich mag keine Gegenstände, die einfach nur. Ach, das. Habe ich den verkauft? Keine Ahnung. Hallo. So. Wir gehen jetzt einfach weiter. Wir holen erstmal Munition. Und eigentlich müsste ich alle Waffen, die ich momentan nicht gebrauchen kann, weglegen, aber meine Truhe ist rappevoll. Ich muss mir da was überlegen. Ich habe jetzt auch gerade keine Zeit, da irgendwie großartig. Oh, es ist nicht dein Ernst. Meine Truhe aufzuräumen. Weil ich fahre gleich weg. Für das Wochenende. Nicht in die falsche Richtung laufen. Lass dich nicht von dir selbst verarschen. So. Munition. Hier habe ich nämlich auch überhaupt absolut keinen Platz drin. So, welche Munition hat nochmal mein Pfeifen im Dunkeln gebraucht? 5,56. Ja, viel ist was anderes. Aber vielleicht kann ich ja. Der Orbitalmarker kann weg, die Impulsmine. Kann ich auch wegschmeißen, oder? Ich würde gerne den Gatling-Laser weglegen. Scheiße. Der ist ja auch noch kaputt, aber ich habe noch den Handschuh. Ey, ich habe viel zu viele Sachen dabei, Leute. Oh Gott. Wenn ich wiederkomme, räume ich den Scheiß erstmal auf. So viel ist klar.
Habe ich jetzt die Munition geholt? Ja. Auch wenn es mir nicht angezeigt hat. Gut. Legen wir mal los. So nach 5 Stunden. Hier verdorbenes Zeug auch weg. Ja, ich hab's gegessen. Fragt mich, ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Manchmal mache ich dumme Dinge. So. Bauplan Fallen, Stelle Rüstung, Bauplan Truhe. Ja, cool. So, Airship Schatzkarte 07. Was haben wir da? Also, ich sehe dieses große Gebäude. Und es geht Richtung Süden. Könnte machbar sein. Airship ist doch der untere Teil. Bevor ich jetzt stundenlang im falschen Gebiet rumlaufe. Airship. Alles klar, alles richtig. Alles in Ordnung. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass ich eine Stunde lang jetzt im falschen Gebiet rumlaufe, bis ich bemerke, ach, das ist ja gar nicht Airship. Okay. Hier unten haben wir Airship. Es wäre übrigens schön, wie fester, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, auf der Regionskarte hier die Namen der Gegenden aufschreiben würdet. Das muss dieses Gebäude sein, ne? Was so viel heißt, wir gucken Richtung Süden und hier müsste es irgendwo sein. Irgendwo da die Ecke. Obwohl, ich bin jetzt beim Sendeturm. Der ist auf einem Berg drauf. Das heißt, alles hinter dem Sendeturm kann es nicht sein, weil man das Gebäude nicht sehen kann. Klingt logisch, oder? Die Futterschlange. Hey, da steht ein Jeep. Ist es das vielleicht schon? Könnte sein. Krass. Muss eigentlich nur noch ein Schild finden. Ja, suchen wir ein Schild und dann haben wir die Karte, den Schatz. Ja, nice. Irgendwo hier in der Gegend muss es sein. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt das Ganze schaffe, ich will nicht sagen auf Anhieb, weil das wird nichts. Aber wenn ich das schaffe, dann bin ich echt gut geworden. Aber ich sehe hier nirgends ein Schild. Und wir gucken ja Richtung Süden dabei. Also eventuell mehr in diese Richtung. Und auf dieser Höhe. Was sieht schon... Warum taucht eigentlich jedes Mal Nebel auf, wenn ich auf Schatzsuche gehen will? Was war das denn? Irgendwer kriegt aufs Maul. Wieso kriegt der eigentlich kein... Hörst du wohl auf, dich zu heilen? Schleichschaden. Hallo? Wie wär's, wenn ihr Schleichschaden bekommt? Check ich nicht. Warum haben die keinen Schleichschaden bekommen? Also Kleber für mich. Also ich sehe hier kein Schild. Aber es... Wenn ich mir das so angucke, das Gebäude wirkt doch größer, oder? Und Süden ist auch weiter links. Das heißt, Süden... Muss in diese Richtung laufen, oder? Damit Süden weiter nach links geht. Oder muss ich... Nee, ich muss in diese Richtung gehen. Nee. Ich muss in die Richtung gehen. Wenn ich in diese Richtung gehe, dann wandert doch der Süden nach links, wenn ich auf das Gebäude gucke. Oder? Ja, es wandert nach rechts, glaube ich. Ich weiß nicht, das ist so verwirrend. Warte, ich gucke mal auf die Karte. Wenn ich jetzt nach links laufe, Süden bleibt ja immer gleich.
Ach, keine Ahnung. Ich bin gerade zu doof zum Nachdenken. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich bin vor kurzem erst aufgewacht. Ich kann nicht nachdenken. Sowas geht gerade nicht. Wir werden es einfach testen. Mal gucken, was ist denn da? Ein Elibunker. Okay, wir noch mal kurz hin und gucken einmal Richtung Turm. Der Süden wandert nach links. Oh, Paarrüstung. Und ein Feuer, Teufel, Danny. Tipp des Tages. Überprüft die. Red mit dir selber, mein Freund. Der Ausrüstung vor der Benutzung. Hier ist ein Schild. Das ist es aber nicht, oder? Das wäre zu einfach. Gucken mal auf den Turm. Wir müssen weiter nach hinten. Der Winkel stimmt. Der Winkel stimmt. Aber wir müssen noch weiter weg. Okay, das heißt, wir gehen jetzt in diese Richtung und halten nach einem großen Schild Ausschau, auf dem ein lachender Roboter ist. Ich bezweifle stark, dass wir das genauso finden. Aber Versuch ist es wert. Wo ist mein Schaden hin? Hallo? Schaden? Ah, Schild gewunden. Alles klar. Ja gut, dann. Da ist der Schaden. So. Hey. Also, das Schild gucken wir von der linken Seite aus an. Das heißt, in diese Richtung. Rieche Fusionskern. Und der ist aber lieb von euch. Ist es dieses Gebäude? Nein, hier ist kein Wagen. Wo ist das Schild? Da. Aber wir müssen noch viel weiter nach links. Viel, viel weiter. Freundlicher Roboter? Ja. Da ist der Jeep. Perfekt. Winkel gefunden. Ist hier nicht endlich die Sheep Scratch? Quest? Ich glaube schon. So. Und direkt daneben. Ja, geilo. Bauplan Impro-Gewehr Nachtsicht. Langweiten-Zielfernrohr. 308er Patrone, Jagdgewehr. Joa, ich meine, die Baupläne lohnen sich schon, ne? Aber der Rest irgendwie nicht. Ja gut, Freunde, aber ich muss jetzt heute aufpassen, dass ich ein bisschen auf die Zeit achte, damit ihr vielleicht noch ein, zwei Folgen bekommt, währenddessen ich nicht da bin. Ich habe nämlich nichts aufnehmen können wegen dieser tollen Nachtschicht. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann sammeln wir weiter. Haut rein, euer Zero. Tschüss.